Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Kopf des Feindes. Und ja, für diejenigen, die das Format nicht kennen, Krian und ich nehmen jeweils eine Folge Town of Salem auf und der jeweils andere kommentiert das dann. Krian ist hier Mafioso und ich würde mal sagen, wir gucken mal, wie er sich anstellt. Yo Mama ist auch dabei, ist gut zu wissen. Moonlight Knight. Oh, Krian hat einen coolen Skin. Der Banker. Es ist eine Classic-Runde. Krian claimt Vigilante. Und Sugar sagt direkt mal Hi. Ganz wichtig hier, Hashtag alle Snoops außer Mutti. Gibt nur einen freundlichen, den Moonlight. Den Moonlit Knight, müssen wir hier auch mal sagen. So, wen wählt Krian aus? Krian wählt, eine Buchse. Direkt mal jemanden reporten. Für Leaving. Hello. Left, day one. Submit. Okay. Scheinbar hat Krian mit den Schommel zusammengespielt, so wie es aussieht. Damn. Damn, damn, damn. Und Krian entscheidet sich nicht dafür, jemanden zu töten. Interessant. Warum tut er das? Fragen über Fragen. Aber hier, der Godfather hat ihn dazu berufen, jemanden zu töten. Und diese Person ist dementsprechend auch gestorben. Ich finde SK hier sehr nobel. Der tötet den X-Truck-Dealer X. So ein ganz harter Kerl, aber er war Sheriff. Okay, und er hat selber geschrieben, er wäre Mafia und man sollte ihn hängen. Interessant, aber okay. Kann man mal machen. Schon mal gut für den Krian, der Sheriff ist draußen. Kann man schon mal nicht mehr so viel. Gibt es noch den Inverse, klar, Lookout. Aber trotzdem. Gut, wen haben sie umgebracht hier, die Mafiosos? Das Medium, ganz entspannt gestartet. Und wer hat gelieft? Ich würde ja normal auf Chester oder Exit tippen, aber ich glaube diesmal war es eine Townrolle, die gelieft hat. Ja, Escort. Krian versteht es überhaupt nicht, wie das jemand machen kann. Ich übrigens auch nicht. Ich hab Bock zu spielen, aber... Oh nee, die Rolle ist kacke. Aber okay, so Leute gibt es. Das Medium hat auch direkt gelieft. Eigentlich auch schon Games Throwing. Aber okay. FML ist in der Schule gerade. Und da kommen wieder Chatgeräusche auf. Krian immer mit seinen Chatgeräuschen. Ich sag's euch. MSN. Auch wenn er behauptet, es wäre nicht MSN. Es ist MSN. So, was schreibt der Krian hier bei der zweiten Nacht? Ja, no lead, no shoot. Ting, hat er ja auch recht. Man sollte nicht einfach random in die Menge ballern. Zwei Voten hier schon. Einmal Buxa. Vote gegen Tupac. Und Yo Mama gegen FML. Okay, es scheint niemand einen begründeten Verdacht zu haben, weil keiner der Mafiosos wird gewotet. Okay, aber zwei Leute jetzt auf Yigit. Warum auch immer. Die Town will hier nicht verraten, warum gewotet wird. Toprak ist sich da auch unsicher wahrscheinlich, warum er votet. Aber er votet einfach mal. Oh, Krian wurde gechält. Gut. Krian claimt natürlich Vigilante. Der Jailer glaubt ihm nur so halb. Krian macht den guten alten Move. Nachfragen, ob es auch wirklich der Jailer ist. Das immer die Leute ein bisschen verwirren. Damit sie also dumm labern, verwirren, weil dann sind sie nicht so bedacht, dass man böse ist oder so. Gut. Krian hat natürlich nicht seine Knightly Ability performt, aber der Mafioso, der Godfather, hat getötet. Gott sei Dank. Hat er nochmal Glück gehabt. Ich meine, es ist wahrscheinlich keine Escort da, die den Godfather roleplocken könnte, aber... Oh, von beiden gleich. Step, 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 step. Salam, Seri, Pro, could be Werewolf or Exe. Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass er Werewolf ist, ist nicht vorhanden. Also ist er Executioner. Das ist schon mal gut. Dann weiß man schon mal das.
Oh, der Investigator dementsprechend natürlich auch. Macht ja nur Sinn. Ja, gut, würde ich mal behaupten. GG. Also wenn sie das jetzt noch verlieren, dann läuft es echt dumm. Und warum schreibt ja DJ, dass ein Doc ihn gerettet hat? Beziehungsweise warum dankt er einem Doc? Weil, er konnte nicht angegriffen werden. Der SK hat getötet, die Mafia hat getötet. Außer es gibt doch einen Vigilante, der random schießt. Kann natürlich sein. Oder einen Veteran, den er besucht hat. Also ist Salam Seri Pro Executioner. How do you play Werewolf? It is indeed. Krian fragt jetzt nach, ob es ein Kartenspiel ist. Ist es in der Tat, was auch sehr ähnlich ist wie Town of Salem. Und es gibt bald eine VR-Version von Werewolf. Ich bin gespannt drauf. Krian spielt hier einen auf. Ich habe keine Ahnung, ich bin neu hier. Oh, und Switch erklärt ihm direkt hier die Rollen. Es gibt einen Vampir und einen Werwolf. Krian will das auch mal sein. Finde ich gut. Man muss ja auch mal Neues ausprobieren. So. Und jetzt wird Sugar gevotet. Ist auch immer so ein bisschen schöner Try, um zu gucken, wer hier was drauf hat und wer nicht. Ja. Gut. Geht die Nacht langsam vorbei? FML hat das Spiel verlassen. Moonlight Knight entscheidet sich auch dazu, dass Sugar die richtige Wahl ist. Ja, Sugar schreibt man eigentlich mit R am Ende. Oh mein Gott. Das ist halt nur Zucker. Es gibt eine zweite Escort. Krass. Aber gut, der Godfather tötet dann halt selber. Interessant. Okay. Interessant. Ich bin ein bisschen müde. Der SK. Der SK. Wie ist er gestorben? Durch einen Vigilante. Okay. Dann bin ich mal gespannt. Gib er dem war ja anders Sinne. Sag ich doch immer. Der Lookout. Das heißt, der Vigilante stirbt auch. Ist jetzt natürlich ein bisschen blöd für den Krian, weil er Vigilante geclaimed hat. Aber vielleicht hat der Jailer das schon längst wieder vergessen. Und nichts passiert mehr. Und dazu kommt natürlich noch, dass Krian gerollblockt wurde und niemand von der Mafia getötet wurde. Was nichts zu bedeuten hat in dem Fall, weil es halt noch einen Godfather gibt. Aber das heißt ja nicht, dass Leute drauf aufspringen. So. Nichts passiert. Krian schreibt, good job, Jailer. Keiner schreibt irgendwas. Sugar hat geliefert. Kann er nichts mehr machen als SK. Weder gewinnen, noch verlieren. Okay, verloren hat er schon. Er ist tot. Will Krian das? Na, Krian? Ja, okay, er will es nicht jetzt am Tag posten, sondern er will es in der Nacht posten für seine Mafia-Kollegen. Aber selbst wenn sie heute Nacht nicht geroadblockt gewesen wären, hätten wir ja auch nichts machen können, weil Sugar war gejailed. Und selbst wenn er das nicht gewesen wäre, wäre nichts passiert, weil der SK ist nun mal Night Immune. Wer könnte es sein? Ich würde ja tippen, dass Yo Mama irgendwas ist. Das Schöne ist, der Vigilante stirbt jetzt gleich erstmal. Müssen sie natürlich hoffen, dass sie nicht den Vigilante heute Nacht umbringen. Das wäre ein bisschen verlorene Liebesmüh. Aber der Vigilante hat auch nicht geschrieben, ups, sorry, das war ich. Ist auch geil. Who's Jailer? Ja, gute Frage. Ja, nicht random shooten. Das macht auch der Fake Vigilante nicht. Ist natürlich ein bisschen blöd jetzt. Okay, sie haben zumindest angegriffen und er wurde nicht gerollblockt. Und
Ich glaube, Jonathan Colin wollten sie angreifen. Sieht so aus, als hätte das geklappt. Und ja, das heißt, Boxer war der Vigilante. Okay. Oh, sehr schön. Sehr schön. Der Jailer ist schon mal tot. Warum will er jetzt den? Ah, weil das so tun, als wenn der Salem Surrey Pro Sheriff wäre. So. Die Frage ist, lebt sein Target noch oder ist er mittlerweile Jester? Ich meine, zwei, drei, ja. Eine Person müssen, also wenn heute keiner von der Mafia umgebracht wird, dann haben sie eigentlich schon gewonnen. Also, wenn sie es schaffen, heute Nacht natürlich einen umzubringen. Damn. Es war auch mal unmöglich, Spaces zu posten. Aber es geht mittlerweile. Wieder was gelernt. Das ist wieder Blackmailer, der auch Whispers lesen kann. Okay. Don't vote the Jester. Switch sagt hier, hey, das ist der Jester. Ja, kann ja gut sein. Gar keine Frage. Und? Ja. Richtig. Wenn es jetzt schafft zu töten, dann ist das ganze Böse vorbei und die Mafia hat gewonnen. Ist wahrscheinlich wirklich Jester. Es gibt noch einen Doktor, klar, noch eine Escort. Die zweite halt. Da war es eigentlich auch schon. Sheriff ist tot. Doktor lebt noch, wie gesagt. Inverse, Jailer, Medium sind tot. Escort, die erste, ist tot. Lookout ist tot. Vigilante ist tot, ja. Easy. Also ganz easy. Gut. Ja, Switch ist tot. Dementsprechend GG, Krian. GG. Ja, und Deodat Lawson oder Yo Mama sind hoffentlich noch der Target vom Executioner. Ja. Das heißt, es lebt nur noch der Doktor. Wer das wohl ist. Ich fände es ja gut, wenn es Yo Mama wäre. Dr. Yo Mama. GG, well played. Ja, frag ich auch. Direkt mal gehen. Mama's Dog. Can't say that. Yo, Evil! Ja, wenn sie jetzt Yo Mama hängen und sie vermutlich der letzte Townie ist. Ja, let's go. Brauchen zwar 4 Votes, aber... Ja, Krian ist der Target. Schön die Mafia hochvoten. Im Ernst, es bringt nichts. Toll. Ich würde einfach jetzt auf Yitchik mitgehen. Ja, warum nicht? Sind schon mal 3. Okay, jetzt wollen der Jester und der Executioner zeigen, dass Krian böse ist. Aber, ja, jetzt töten sie Yo Mama und dann dürfte das Ganze vorbei sein, falls Yo Mama wirklich der Doktor ist, was vermutlich so ist. Und sie natürlich keinen Self-Heal mehr hat. Und Salem Surrey Pro wird nochmal geframed. Ich meine, der Framer ist hier relativ nutzlos schon seit einiger Zeit, weil einfach Sheriff und Inverse tot sind und eh niemand anderes da ist, der ermitteln kann. Das finde ich beim Framer immer so ein bisschen problematisch, wenn man ja nichts zu tun hat eigentlich, weil der kann zwar lustig rumframen,
herumframen. Aber es bringt ihm halt rein gar nichts. Ja, jetzt ist Yo Mama tot. Und ja. Dementsprechend dürfte Krillens gewonnen haben, ganz entspannt runtergespielt, ein bisschen den Idioten gemacht. Jeder. I have waited for 20 Hobo Party. Ja. Gut, würde ich mal sagen, schön gespielt. Euch vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Ihr dürft uns natürlich auch abonnieren. Und ja, schaut auch beim Krian vorbei. Euch einen wunderbaren Start in die Woche und bye bye.